Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von unserem Kanal Timo Nando. Das ist der Timo und ich bin der Nando. Wir haben letzte Woche ein Video released zum Legoland Fabrikverkauf. Heute wollen wir euch mal ein bisschen mehr Erfahrung mit reinbringen. Wir waren ja an dem Tag im Legoland selber, haben vielleicht einige Social Media mitgekriegt. Wir hatten Schweine viel Spaß, kann man sagen. Ja. Ne? Und heute wollen wir ein bisschen erzählen, was wir gekauft haben. Und weil auch sehr viel Resonanz war auf das Video, wie sich die Preise entwickeln zwischen den verschiedenen Einzelstein-Einkaufsmöglichkeiten bei Lego. Mensch, das war aber kompliziert, das Wort jetzt. Ja, genau. Gut, und Timo, was hast du denn so an Highlights in der Fabrik für dich gefunden? Also, so will ich mal anfangen. Ne? Mein Highlight im Legoland, ja. Weil die Frage kam ja auch in den Kommentaren, genau. Warum fährt man denn überhaupt ins Legoland? Und also, wir fahren da nicht hin, weil die Fahrgeschäfte so toll sind oder weil die Wildwasserbahn besonders, weil das irgendwie besonders anspruchsvoll ist oder so, sondern das große Argument ist eben die Fabrik, der Einzelsteineverkauf, den wir dort eben bekommen. Ja. Und ich glaube, das ist gar nicht so vielen Leuten bewusst, aber das ist zumindest deutschlandweit eine einmalige Geschichte. Und ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, in ganz Europa gibt es relativ wenig Alternativen oder Vergleichbares zu dem Fabrikverkauf, den wir in Günzburg im Legoland haben. Also ich weiß, dass es das in Billund nicht gibt. Genau, im Zum großen Beispiel, Billund. Ne? Ja. Also das erste Legoland überhaupt, da gibt es keinen Fabrikverkauf. Ja. Aber ich kann jetzt aus Erfahrung nicht sagen, ob es woanders das gibt. Also, da will ich jetzt überfragen. Ich wüsste ganz ehrlich gesagt nicht, wo. Wir können ja mal durchgehen. Also das Discovery Center in Oberhausen. Da gibt es ja auch einen kleinen Store und da gibt es auch eine winzige Wand, wo man Einzelsteine kaufen kann. Mhm. Aber ich glaube, selbst in dem Store in Oberhausen gibt es in der Pick-a-Brick-Wand bessere Auswahl als dort. Ich lehne mich aus dem Fenster, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, aber ich würde sagen, dieser Fabrikverkauf, also es heißt, dieser Ort heißt Fabrik, dort wird nichts produziert in dem Sinne, aber dieser Einzelsteineverkauf im Legoland, das ist in der Dimension auf jeden Fall einmalig, zumindest. Genau. Achso, können wir noch erzählen. Vorher ist ja diese kleine Besichtigung von dieser Fabrik, wie da was produziert wird. Mhm. Da kriegt man auch diesen Promostein. Genau, den Promobrick, den hier, den gibt es jedes Jahr und diesmal mit einem Print Fabrik 2020. Wir blenden das hier nochmal im Detail ein. Und genau, den gibt es da eben völlig kostenlos. Ihr müsst euch dann nur anstellen. Und dann kriegt ihr den in die Hand gedrückt. Aber ich habe schon gelernt, das scheint diese Saison nicht durchgängig zu sein. Zumindest bei anderen YouTube-Kollegen habe ich gesehen, dass die wohl da leer ausgegangen sind. Also die haben es doch erst seit ein, zwei Wochen überhaupt. Ja. Wegen Covid-19 hatten sie vorher sogar die Fabrik zu, glaube ich. Oder? Es gab auf jeden Fall keine Steine. Es gibt auch keine Videoaufführung. Genau, deswegen. Es gibt keinen Film. Normalerweise wird ja in der Fabrik ein kleiner Film gezeigt, wie Lego-Steine produziert werden. Und der wird im Moment, also dieser Teil ist im Moment ausgeblendet. Ne? Und dann sind wir im Einkaufsparadies für uns. Ja. So, und jetzt Mecker. Zeigen wir mal. Du hast es ja im letzten, letzte Woche schon durchklingen lassen. Ne? Ja. Du hast ja von dieser Überforderung gesprochen. Und ich hatte das schon wieder. Ich war jetzt dieses Jahr das dritte Mal da mit euch gemeinsam. Und ich bin schon wieder in diesen Laden und hätte komplett ausflippen können. Ich verliere da wirklich jeden Verstand, wenn ich in diese Halle trete. Boah, ist das geil. Das wird teuer. Ey, das ist ja ein ganz anderes Sortiment. Ich spanne ab. Richtig geil. Jetzt im Vergleich zu... Ja. Ist das geil. Ich drehe ab. Das lohnt sich ja total. Oh je, das wird teuer, Freunde. Für mich ist das... Ja. Das ist absolut. Das Paradies, ganz ehrlich. Wir hatten jetzt auch, wir waren jetzt auch im 14-tägigen Rhythmus, war immer einer von uns da, wir hatten also einen guten Überblick und dann kommen wir an und dann haben die eine ganze Wand geändert. Ja, genau. Da hatten sie plötzlich Plates drin ja. Und schon wieder kam es dann,
du schaffst es, du schaffst es. Kommt dann die Wand weg, oh nö, ja. Naja. Nicht schon wieder. Ich weiß nicht, ob du dir ein Budget gesetzt hattest. Ich hatte mir, und ich spreche jetzt über keine Zahl hier, aber ich hatte mir so innerlich ein kleines Limit gesetzt, weil ich dachte, naja, du warst ja jetzt schon zweimal hier, was kann denn hier noch Neues großartig auf dich zukommen? Ich hatte mir im Vorfeld so ein paar Gedanken gemacht, welche Steine ich unbedingt haben wollte. Und jetzt zeigen wir auch endlich mal ein bisschen was. Genau. Denn einige Tipps, die wir euch geben können und jetzt, also immer vorweg, es kommt natürlich immer sehr darauf an, was für Bauprojekte ihr so vor euch habt, welche Teile ihr tatsächlich für eure Verwendungszwecke überhaupt benötigt. Braucht ihr Basicsteine, geht ihr natürlich dahin. Braucht ihr Technikteile, da gibt es eine relativ große Technikabteilung. Der Kevin war ja auch dabei und der sagt, also und der Kevin vom Profi-Nerd hat die Auswahl sehr gelobt, ist aber trotzdem verhältnismäßig klein, glaube ich, rausgegangen. Also jedenfalls über den Technikteil können wir nicht so viel sagen. Was ich persönlich euch empfehlen kann, was es dort zuhauf gibt, sind Fensterrahmen. Da habe ich auch sehr gut eingekauft und sehr gut eingepackt. Und zwar einmal hier die kleineren, die mit den 2-Steine-Höhe und auch hier einmal mit den 3-Steinen-Höhe. Die gibt es im Moment nur in diesen beiden Farben, schwarz und weiß. Und da habe ich sehr, sehr gut eingepackt. Die Tüste war relativ voll. Gab es auch die Scheiben dazu eigentlich? Die Scheiben habe ich nicht dazu gesehen. Und das macht aber auch Sinn, weil diese Scheiben in diesen großen Schütten verkratzen relativ schnell. Wobei, in den anderen Größen gab es die Scheiben schon, ne? Ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage. Also für diese Fensterrahmen. Für die Größe hatten sie gerade keine. Keine da, ne? In Transclear zumindest nicht. Genau. Passiert dann halt, ne? Ja. Ansonsten, weil das war jetzt so mein Fokus, habe ich sehr auf Baumaterial gesetzt. Das sind jetzt hier einmal 6er in Dark Bluish Grey. Ich habe die auch noch in Weiß und in Light Bluish Grey mir eingepackt. Ich habe auch noch ein paar in Schwarz mitgenommen. In sogar. Schwarz, okay. In Reddish Brown habe ich sie auch Reddish gesehen. Habe ich auch ein paar. Also das ist so ein persönlicher Tipp von meiner Seite. Alles, was so in Richtung Modularhäuser geht, da braucht ihr hier einmal 6er in den gerade genannten Farben in rohen Mengen. Also das lohnt sich da auf jeden Fall. Ja. Aber das echte Highlight, so für mich persönlich, sind die Mauersteine. Und jetzt zum Verdruss meiner Kollegen, die jetzt beim letzten Mal dabei waren, die gab es leider überhaupt gar nicht mehr. Vor drei Wochen inzwischen, als ich dort alleine gewesen bin, habe ich das große Glück gehabt und konnte in den natürlich üblichen 100 Gramm Mengen, die pro Tag. Nee, das ist aber nicht richtig, die konntest du mehr holen. Da konnte ich mehr? Unbegrenzt. Okay, dann kann ich auch sagen, wie es wirklich war. Getrockt. Ich habe hier wirklich ordentlich zugeschlagen. Also Mauersteine, und zwar in einmal 2 und einmal 4, in allen möglichen Farbvariationen. Also da war ich sehr, sehr froh. Ich zeige hier einfach mal ein paar Sachen. Ich habe die hier schon immer so schön aufeinander gesteckt. Das ist Dark Orange, Tan und Dark Tan, genau. Habe ich in rohen Mengen mitgenommen. Und wir haben auch eine kleine Rechnung später noch für euch. Das lohnt sich einfach da im Fabrikverkauf. Aber daran hat man wiederum gesehen. Mhm. Also wir waren am 13. Juni das erste Mal da. Und da gab es von den ganzen Zeug, habt ihr im ersten Video vielleicht schon gesehen, wirklich rauen Mengen. Da konnte man schön eine Schütte rausgehen. Genau. Und jetzt gab es nur noch einmal 4. Der einmal 2 waren komplett weg. Davon die einmal 2 waren alle gesehen, weg, ne? Und da haben wir natürlich die noch mitgenommen. Lassen wir ja nicht liegen, die armen Steine. Aber ich fürchte, ich bin beim ersten Mal nicht ganz unschuldig daran gewesen, dass jetzt davon nichts mehr da war. Ich habe da wirklich ordentlich zugeschlagen. Ich habe nicht von der Schuldfrei gesprochen. Nee, genau. Also, aber wie du sagtest, ist nochmal gut. Der Hinweis, glaube ich, es gibt in diesem Fabrik, in der Fabrik gibt es, wie Nando das letzte Woche ja auch schon mal erwähnt hat, eigentlich so ein paar Einschränkungen natürlich. Also der Regelfall ist, 100 Gramm kosten 9 Euro. Punkt. Das gilt für alles. Und jetzt gibt es aber Teile, die ihr auch tatsächlich nur bis zu 100 Gramm pro Tag pro Person einkaufen dürft. Dazu zählen nicht diese Steine, die nicht Bricksen. Bricks sind in der Regel unbegrenzt. Also kann man auch einen Karton mitnehmen von 10 Kilo. Kein Problem. Genau, das muss man dann halt rechnen. Ne? Aber beispielsweise bei den Fensterteilen, wie eben erwähnt, gibt es ein Limit von 100 Gramm pro Person pro Tag. Und jetzt klingt 100 Gramm nicht besonders viel, aber legt euch das einfach mal auf eine Waage, was so ein Legostein wiegt,
und bekommt dann Gefühl dafür. Also bei vielen Teilen lohnt sich das. Vor allem Ja. das große Highlight, du hattest das ja auch schon erwähnt, die Pflanzenteile, Ja, ne? und die übrigens auch verdammt gut abverkauft werden. Ja, Also da genau. merkt man wirklich, die Jungs haben Ahnung und die Ja. nehmen das richtige Ja, Zeug auch absolut. mit. Also da war auch Ganz eine tolle klar. Auswahl, Ja, ne? Da richtig, ja. hast du ja auch ordentlich zugeschlagen. Nur um euch mal so ein Gefühl zu geben, ihr bekommt solche Tüten hier, die liegen dort in der Fabrik aus und ja, die werden befüllt. Das Genau. Team vor Ort hat es am liebsten, wenn ihr tatsächlich an diese 100-Gramm-Grenzen geht, dass ihr pro Stein, also pro Sorte Ja, sozusagen, eine Sorten Tüte rein. nehmt. Ja. Ich glaube, das Team wird es euch danken, denn die haben natürlich die Aufgabe, jeweils zu schauen, dass da keine Minifigurenteile mit rausgeschmuggelt werden und so, Dass sie weil die die werden 100 nochmal, Gramm genau. eingehalten werden. Und ihr kriegt, wie gesagt, ihr kriegt dann eine Tüte. Und jetzt nur, um einmal kurz euch ein Gefühl zu geben. Wie viel Plastik da durchgeht, immer ganz ehrlich, ne? Also, ich hätte Ich lieber muss keine Papier. Mülltüten mehr kaufen Nee. dieses Jahr. Ein Hast du jetzt einen weiteres. passenden Mülleimer nach der Tütengröße gekauft? Frag ich mich. Guter Punkt. Lass mal Ja, gibt es ja vielleicht draufziehen. bald von einem schwedischen Kaufhaus, ich weiß Genau. es nicht. Dann das große Ding, was bei mir jetzt noch sehr eingeschlagen hat. Und das ist jetzt nicht das, was ich letztes Mal eingekauft habe, was ich jetzt zeige, aber es ist die Unser Steineart. Vorrat einfach, genau. Genau. Das sind die 2x2 Tiles in Dark Bluish Gray. Das sind die Teils, die ihr benötigt, wenn ihr beispielsweise, ja, auch in meinem Straßen Falle, und so. genau, die Bürgersteige für die Modular Buildings baut. Angeblich hat es die auch schon in der Pick-a-Brick-Wand gegeben. Ich habe die allerdings jeweils dann verpasst. Ich wüsste jetzt nicht, dass es Ich die glaube, dort ein gegeben Light hat. Bluish Gray gab es hier In auf jeden Lightbluish Fall. Gray, Dark ja. Bluish Gray kann sein, dass sie schon länger Genau. nicht da waren. Weil das macht natürlich preislich nachher was aus. Absolut. Wir können nicht einfach danach ausgehen, dass das billiger ist, in der Pick-a-Brick-Wand zu kaufen. Ja. Wenn es da nicht gibt, dann hat es auch keinen Sinn. Genau. Ne? Ich hatte das ja mal komplett durchgerechnet und nur mit dem Gefühl dafür gekriegt, vier verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Einzelteile bei Lego zu kaufen. In der Pick-a-Brick-Wall, wenn man da einen ganzen Becher von kauft, ist man bei ungefähr 2,5, 2,6 Cent pro Stück dabei. Bei den Details bist du jetzt. Bei den Ja. Douglas Gray Fliesen, Ja. ne? Wenn Okay. wir das über das Pick-a-Brick-Sortiment online einkaufen, gibt es ja auch, da zahlen wir, soweit ich weiß, 7 Cent. Wenn wir über Steine und Teile gehen, auch Lego.com, zahlen wir 8 Cent. Warum auch immer da ein Cent Unterschied ist, gibt es, glaube ich, schon Gründe, aber ich muss es nicht verstehen. Und dann, wenn wir es über den Shop kaufen, über Lego Landfabrik waren wir, ich lass mich nicht lügen, bei 5 Cent. Ich Ja, meine, wir waren bei 5 Cent kann irgendwo. sein, ja. 4,5, 5 Cent, das sind, ja, das haut schon hin. Ne? Also man kann wirklich sagen, am preiswertesten ist es, wenn wir eine Pick-a-Brick-Wall gekauft Genau. hätten, aber Ja. da es keins gab, Genau. ist demnach die Fabrik sogar preiswerter gewesen als die Online-Möglichkeiten, die Lego selber anbietet. Ja, absolut. Genau, ja, das kann man, glaube ich, einfach so festhalten, ne? Ansonsten, wie eben schon mal gesagt, ich glaube, da, wo nach Gewicht abgerechnet wird, also es gibt ja immer so Beispiele. Bei den Fliesen wäre jetzt theoretisch die Pick-a-Brick-Wand, wie Nando richtig sagt, der günstigste Einkaufsfall. Es gibt aber auch andere Beispiele, wie die Pflanzenteile beispielsweise, wo wir genau wissen, dass die großen Pflanzenteile nicht so gut in die Becher passen Absolut nicht, das und funktioniert nicht. vom Gewicht her auch sehr viel geringer sind als weil ein anderes Plastikmaterial verwendet wird, Genau. als ein normaler Stein. Also da kommen wir mit den 100 Gramm super aus, ne? Das wäre das Fantastisch. Riesenargument Also immer sozusagen für, Pflanzenteile, Fabrik muss genau, gekauft werden. ja, Das lohnt sich genau. Ob ihr die immer. braucht oder nicht, nehmt die auf jeden Fall Sie mit. braucht oder nicht? Ja. Ja, das ist aber die Sache. Ne? Brauchen wir es am Ende des Tages. Wir gehen davon aus, dass wir sie irgendwann immer Ja. brauchen werden. Ne? Aber das hattest du ja auch schon angesprochen, ne? Dass Ja, so, das genau. sozusagen, Das hat sich dann auch schon eine Rechnung aufgemacht. ja. Auch da ist Potenzial dran, Geld zu sparen. Ja. Ne? Aber ich wollte darauf hinaus, also du hattest ja auch angesprochen, dass man sehr schnell dazu verleitet wird, in der Fabrik mehr einzukaufen, als man tatsächlich braucht. Also zumindest Ja, na mir geht das klar. so, ich gehe jetzt nicht her und sage, oh, von diesem Stein brauche ich genau 3 Stück und lege die in meine Tüte. Also es gibt Leute, die haben es versucht.
Grüße gehen raus an Sebastian. Stimmt, Sebastian hat es versucht, ja. Das hat aber nicht lange durchgehalten. Ja. Das macht keinen Sinn, dann nach Stückzahlen durchzugehen. Ja. Mhm. Das macht da keinen Sinn. Man sollte immer so nach Hände gehen. Ne? Eine Hand, zwei Hände. Danach richtet sich der Bedarf im Einkauf. Auch noch eine Einschränkung, die jetzt gerade mit Covid-19 gilt. Ihr bekommt am Eingang einmal Handschuhe, so Plastikhandschuhe. Ja. Ich fand die unangenehm. Oh, wahnsinnig unangenehm. Deshalb habe ich mir in weiser Voraussicht aus dem Gartencenter so ein paar Handschuhe, die gummiert sind, besorgt. Das war jetzt für mich persönlich. Ich hatte welche aus der Küche, Lebensmittel-Echte, die ich immer benutze, um Fleisch etc. zu schneiden und zu portionieren. Kommen wir nochmal zurück zu den Steinen, wie eben schon mal erwähnt. Ein Geheimtipp von uns in der Fabrik sind die 1x2 und die 1x4er Mauersteine, also diese Profilsteine, die man wirklich sehr gut gebrauchen kann. Und eine große Besonderheit im Vergleich zum Steine und Teile Einzelverkauf, also online, ist, dass wir dort nur einen Kilopreis haben. Also auch hier gilt wieder die Regel 100 Gramm 9 Euro. Egal welche Farbe. Und das ist ein Unterschied im Vergleich zu der zu dem Online-Angebot. Also die hier gezeigten Olive Green Profilsteine kosten auf Steine und Teile 17 Cent pro Stück. In Sand Green würden wir 20 Cent pro Stück bezahlen. Das sind 3 Cent, das macht viel aus. 3 Cent, wenn ihr das hochrechnet und hunderte, tausende davon kauft, dann macht das den Kohl natürlich fett. Also hier einfach nur der kleine Tipp, das ist eins dieser Elemente, was ihr in der Fabrik sehr, sehr günstig einkaufen könnt. Sofern Bestand natürlich da ist. Ne? Müssen wir halt immer aufpassen. Also, wir haben jetzt aber jetzt auch Pech gehabt. Ne? Ja, genau. Ich hätte davon sehr gerne noch ein paar Schittchen mitgenommen, so ein Tütchen. Aber es war ja ausverkauft. Irgendjemand hat die vorher alle gekauft. Wer übrigens weiß. Auch diese, fällt mir gerade nur ein, diese Flex-Tubes. Ne? Diese Flex-Tubes meinst du? Ja, genau. Richtig. Die gibt es hier in 3 verschiedenen Größen, in Grau, in Braun, in Schwarz und in Rot. Die Größe nur da, ne? Ja. Die hat noch nur eine Größe da, aber dafür in 6, 7 verschiedene Farben. Ich erinnere mich, ich habe da nämlich für so ein Kerl, größer ein Rob, ein paar Tütchen mir besorgt. Genau. Lohnt sich, glaube ich, auch, ne? Vom Preis pro Part Value, weil die auch relativ leicht sind. Die sind bei Böckling auch recht teuer. Ja, genau. Also das wäre auch so ein Tipp. Ansonsten Pflanzenteile haben wir schon gesagt, können wir auf jeden Fall einen Hinweis geben. Also es ist immer unabhängig natürlich von dem, was vorliegt, aber wir sind überaus happy über dem, was wir gekriegt haben. Ja. Unser lieber Sebastian. Und der hatte einen ungefähren Einkauf-Value von 250 Euro, in der sagen Fabrik. Wir mal, ungefähr. Mhm. Und er kam bei 600 Euro aus, wenn er das alles über Steine und Teile gekauft hätte. Mhm. Ja. Jetzt hat er keine 350 Euro verdient, weil er hätte es ja nicht gekauft über Steine und Teile, sind wir mal ehrlich. Aber an der Stelle möchte man einfach nur mal aufzeigen, ab einer gewissen Menge, das macht Volumen aus. Ne? Mhm. Das kann richtig was ausmachen. Mhm. Und ob dann die Fragen kommen, wie lohnt es sich, 4 Stunden dahin zu fahren? Ich meine, wir fahren 5 Stunden. lohnt es sich, eine Jahreskarte zu kaufen, weil man da vielleicht auch 2, 3 Mal hinfährt? Mhm. Das müsst ihr für euch beantworten. Ich kann nur sagen, es macht was aus. Ja? Ich gebe gerne mein Steinebudget im Jahr dafür aus. Ganz ehrlich, wir verbinden es da mit unheimlich viel Spaß dabei. Gar keine Frage. Mhm. Es ist ein Event und immer wieder gerne. Ne? Man kann was nichts reinschalten. Ich glaube, dieses Jahr kann ich echt nicht mehr fahren. Oh, Timo gibt schon ausgegeben. Timo, schon ist ein Platz frei geworden. Ich habe auch, Nein, aber es ist genau wie du sagst. Ne? Also zum einen die, also vielleicht nochmal kurz, also die eine Gefahr ist, in der Fabrik kaufst du mehr, als du brauchst. Das ist bis jetzt bei mir immer der Fall gewesen. Ne? Richtig. Aber Haken dran, je mehr Projekte ihr so vor der Brust habt, desto schneller wird das passieren. Und ansonsten zu den Kosten, genau wie du gesagt hast, ne? Das ist zum einen mal die Anfahrt, die man einplanen muss. Wir müssen den Eintritt einplanen. Ja. Da hattest du ja letztes Mal schon ein paar Tricks aufgezeigt. Jahreskarte ist so das große Stichwort. Genau. Es gibt auch einen Trick noch ganz schnell bei der Tageskarte. Ihr könnt über VIP
Was hat der Sebastian Ah, ja, gemacht? genau. Über VIP für, ich glaube, dann nur noch 25 Euro, roundabout, hat er sich einen Voucher gekauft und hat dafür dann die Tageskarte gekauft und schon hat er damit auch wieder Geld gespart. Also das VIP-Programm auf Lego ist ein sehr guter Tipp, ne? Genau. Ansonsten habe ich jetzt auch jüngst gesehen, laufen relativ viele laufen viele Gutscheine über Cornflakes Verpackungen und so. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen gucken. Auf Milchverpackungen ist das manchmal zu sehen, dass ihr irgendwie einen ermäßigten Eintritt bekommt bis oder zu so, 50 da gibt es Prozent manchmal, genau, ja, da gibt es Tricks, ne? Aber da sind auch Verbindungen geknüpft, achtet darauf, manchmal in Verbindung mit einem Erwachsenen, Kinder ein oder kind etc. Genau. Ne? Genau. Aber das heißt Anfahrt, Eintritt und das sind eigentlich die Fixkosten, die du mit einplanen Wenn musst. Wenn du nichts zum Essen mitnimmst, so zum Trinken. Gut, im Legoland gegessen und das war eigentlich auch ganz gut. Also ich finde das Restaurant da eigentlich für bei dem Freizeitpark. Sag mal Grillmaster, ich weiß aber nicht, wie der wirklich heißt. Hat's in der Nähe von diesem Aktionszelt oder Schnäppchenzelt. Über das wir auch noch sprechen müssen gleich, ja. Ja, gut, da das ist wirklich sehr spekulativ, ob da was dabei ist oder nicht, ganz ehrlich. Weil das sind manchmal EOL-Sets, manchmal sind es interessante, manchmal sind es Dinger, die wir hier schon am freien Markt mit 50% kriegen. Mhm. Zum Beispiel die Movie 2 Sets damals oder so. Also das ist wirklich spekulativ. Ja. Ich habe natürlich schon mal Glück gehabt. Ne? Und den Y-Wing zum Beispiel, der war da noch verfügbar. Genau. Wenn es mal schon etwas Schönes dabei ist, wo man nochmal 2 Euro mit spart, mitnehmen. Dann ist es ein Bonus, ja, genau. Also wir hatten, als wir das erste Mal dieses Jahr hingefahren sind, hatten wir ja großes Glück, 2,50 Euro. 2 Euro das Kilo. Für 100 Gramm, für 100 Gramm. Also ja, für 100 Kilo. Gramm, ja. Das wäre geschenkt. Hey, dann hätte ich mit dem Sebastian, wären wir wahrscheinlich mit dem Spaten in diesen Laden gegangen. Hätte ich Anhänger besorgen müssen. Ja. Also 2,50 Euro für 100 Gramm war das Anfang der Saison. Ja. Das war jetzt leider schon nicht mehr der Fall. Also das ist wohl sehr begehrt gewesen und da sind die Steine relativ schnell weggegangen. Ja. Und es sah so aus, als wäre der Content, der Inhalt dieser Container entweder aus Restbeständen vom vorherigen Jahr aus der Fabrik oder ich weiß nicht, ob die irgendwelche Modelle vielleicht auseinandergenommen haben. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Vielleicht finden wir ja nächstes Jahr ein paar Technikmodelle da drin, die jetzt auf dem Markt sind. Zum Beispiel. Und wer weiß das vielleicht ein paar, mit ein paar Rotoren oder so. Man wird das ja sehen. Genau. Dann, ne? Ja, genau. Wir werden berichten. Auf jeden Fall, ich hoffe, wir können euch schon mal zu unseren Einkaufen nochmal einen guten Einblick mit dazu geben, wofür wir unser Geld wieder dagelassen haben. Ich hoffe, wir können euch die Fragen, die vielleicht noch offen geblieben sind vom letzten Video, nochmal besser beantworten, weiter beantworten. Brinklink nehmen wir nie mit rein, das ist uns, das ist, macht keinen Spaß. Zu das ist volatil. Ja, genau. Und habt ihr bessere Erfahrungen, habt ihr andere Erfahrungen? Hey, haut rein in den Kommentaren, oder? Wir freuen uns über jedes Feedback von euch. In diesem Sinne, viel Spaß. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.